Herzlich willkommen zur Vorstellungsrunde unseres neuen Cheftrainers, Sandro Schwarz, den ich hier ganz herzlich begrüßen darf. Und neben Dankeschön. Mir auf dem Podium begrüße ich unseren Geschäftsführer Sport, Freddy Bobic. Da wir uns in der Runde ja noch nicht gesehen haben und Sandro euch ja auch noch nicht kennt, würde ich euch bitten, zu Beginn der Frage kurz euren Namen zu nennen, das Medium, für das ihr arbeitet, und dann können wir loslegen. Wer möchte beginnen? Ja, hallo, Arne Richter von der Deutschen Presseagentur. Hallo Herr Schwarz, jetzt nochmal vis-à-vis herzlich willkommen in Berlin. Im Videocall hatten wir schon das Vergnügen. Wie geht es los für Sie? Wie viele Spieler haben Sie überhaupt jetzt mit dabei? Haben Sie schon vertraut gemacht? Haben Sie schon ein Gespräch gehabt? Der Kader ist ja noch relativ groß mit vielen Leihspielern, die zurückkommen. Wie viele Spieler wünschen Sie sich denn dann so Richtung? Am Anfang. Ja, kriegen wir hin. Wie viele Spieler sollten es denn zum Saisonstart dann sein, dass Sie einen vernünftigen Kader haben, mit dem Sie gut arbeiten können? Was ist da Ihre Vorstellung? Also erstmal hallo zusammen. Freue ich mich natürlich erstmal hier zu sein und bin jetzt seit Samstag in Berlin und habe das persönliche Kennenlernen jetzt schon gehabt mit dem Staff, mit dem kompletten Trainerteam, was sehr wichtig ist. Und alles andere jetzt, was den Kader betrifft, wissen wir natürlich um die Situation, was Leihspieler betreffen. Und dennoch geht es jetzt am Mittwoch los auf dem Platz. Und alles andere wird dann Prozess sein, wie es dann zum Ende der Vorbereitung dann aussehen wird, was den Kader betrifft. Inga Böttling, Berliner Morgenpost. Sie haben gerade gesagt, Sie sind seit Samstag in Berlin. Wie ist Ihr erster Eindruck hier? Wie sind Sie angekommen, aufgenommen worden und was ist vielleicht auch ein bisschen anders als bei Ihren vorherigen Stationen? Ja, sehr gut aufgenommen. Wurde freundlicherweise abgeholt auch am Flughafen. Von daher, das war alles gut. Dann hatten wir ein Abendessen, auch dort inhaltlich schon die Themen besprochen, die es jetzt einfach anstehen für die nächsten Tage. Und Besichtigung gestern, Trainingsplätze, Infrastruktur, all das. Und das waren so die letzten 48 Stunden. Ja, schönen guten Tag, Herr Schwarz. Ronald Tembusch von der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Jetzt seit ungefähr zweieinhalb Wochen, ist ja klar, dass Sie hier das Traineramt übernehmen. Wie müssen wir uns denn die letzten Wochen bei Ihnen vorstellen? Haben Sie bewusst irgendwie noch mal eine Auszeit genommen, gar nicht viel an Fußball gedacht oder ging dann sofort die Maschine los und Spiele angucken, Videos sichten? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, Bundesligaspiele sind ja immer auf dem Tableau. Also es ist jetzt unabhängig davon, wo man arbeitet, dass man sich die Spiele anschaut. Und die letzten 2,5 Wochen, es war ein Ortswechsel, aber hatte wenig mit Urlaub zu tun, weil dann dort auch viele Mitarbeitergespräche per Videozoom dann auch anstanden, was auch wichtig ist oder mir wichtig war auch, um zumindest mal schon mal einen Eindruck zu gewinnen, Abläufe zu besprechen und klar Kaderplanung, all das läuft natürlich dann auch mit den Gesprächen mit Freddy, mit Dirk Duffner zusammen inhaltlich. Die letzten Tage dann auch sehr intensiviert und das waren die letzten 2,5 Wochen grob zusammengefasst. Hallo Herr Schwarz, ich bin Lisa de Reuter von Sky Sport News. Was hat Sie denn davon überzeugt, dieses Traineramt anzunehmen? Welche Argumente hat vielleicht auch Freddy Bobic Ihnen auf den Tisch gelegt, damit Sie sagen, ja, ich möchte den Neuanfang mit der Hertha jetzt hier schaffen? Natürlich ist es erstmal das persönliche Gespräch auch mit Freddy, ganz klar, dass wir einen sehr guten Austausch hatten, über die Inhalte gesprochen haben, über die Art und Weise, wie der Verein auch Fußball spielen möchte. Das finde das ist sehr, sehr wichtig und nicht, dass ein Trainer kommt und sagt, okay, so müssen wir spielen, sondern das muss passen, die Art und Weise, wie der Verein spielen möchte. Und wenn sich das deckt mit der Idee unseres Spiels und dann war das relativ schnell klar, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass es eine herausfordernde Aufgabe ist, aber auf die ich mich sehr, sehr freue. Steffen Rohr vom Kicker. Ich habe eine Frage an Freddy Bobic. Freddy, du verfolgst Sandro ja schon sehr lange, auch mit einer großen Wertschätzung, kann man glaube ich sagen. Was überzeugt dich am Paket Trainer, Mensch, Sandro Schwarz? Und wie schwierig war der Trainermarkt am Ende der Saison? Es standen ja doch einige Clubs da und haben Trainer gesucht. War das speziell für dich oder war es eigentlich wie immer?
Na, für mich war ja frühzeitig klar, dass wir nach einem neuen Trainer suchen werden, auch für die neue Saison. Es war noch nicht klar natürlich, für welche Liga wir darüber sprechen dann auch, ne? Aber es war schon klar, dass ich meine Hausaufgaben machen muss für den Verein und natürlich dementsprechend auch Gespräche führen getan habe, die ganze Zeit auch. Auch verschiedene Kandidaten, muss man auch ganz klar sagen, weil das ist ja eine Sorgfaltspflicht von mir auch, dass ich nicht nur mit einer Person rede, sondern mit mehreren Personen rede, aber sich für mich frühzeitig das schon sehr deutlich auch Richtung Sandro auch entwickelt hat, weil klar, wir kennen uns, bedeutet aber jetzt nicht, dass man nur, wenn man sich kennt, dass man sagt, hey, kommst mal vorbei oder wie auch immer, lass uns zusammen arbeiten. Wir haben uns über die Corona-Zeit sehr intensiv und auch persönlich auch mal kennengelernt, ja, in der Zeit, wo es wirklich sehr, sehr ruhig war, wo er auch nicht im Job war, wo man auch da mal die Zeit hat, sich vielleicht auch mal kennenzulernen auch. Ja. Es geht dann vor allem auch um sportliche Inhalte, die ganz wichtig sind. Das ist mir immer sehr wichtig, dass du erstmal diese sportlichen Inhalte hast, die du miteinander matchen kannst auch. Ja. Das war sehr angenehm. Darüber hinaus war es noch sehr empathisch dann auch, wo man auch merkt, okay, man hat unheimlich viele Themen, die auch das normale Leben betreffen, die ungefähr ähnlich, wo man ähnlich tickt, was eigentlich sehr gut vielleicht mal für die Zukunft passen kann. Ja? Und da kommst du darauf zurück und irgendwann führst du dann die Gespräche. Er war dann in der Zwischenzeit ja natürlich bei Dynamo Moskau, hat er hervorragende Arbeit gemacht und natürlich habe ich das auch verfolgt, wie und welche Art und Weise er es macht. Was für eine Mannschaft hat er vorgefunden, wie hat er die Mannschaft weiterentwickelt. Das hat er übrigens in Mainz genauso gemacht und hat die ganze Station mit aller Intensität durchlebt auch, ja, und hat vielleicht auch mal die eine oder andere schwierige Situation erlebt. Und das sind alles Dinge, die einfach mir dann die Überzeugung gegeben haben, ja, genau jetzt, für diesen Zeitpunkt, für diese Situation bei Hertha BSC, ist er der richtige Mann. Und da war für mich nur ganz klar das Wichtigste, dass er dann zu mir dann gesagt hat, ja, das würde er gerne machen. Ja, das würde er gerne machen. Da war ich sehr glücklich darüber, weil ich brauche nur jemanden, der wirklich hundertprozentige Überzeugung hat, diese nicht einfache Aufgabe hier bei der Hertha zu übernehmen, anzugehen, klar strukturiert und auch im Team. Ja, was ihm sehr wichtig ist, ist das Team. Ich glaube, das hat er auch jetzt gerade vorhin auch gesagt. Was wichtig ist, dass wir geschlossen arbeiten in allen Bereichen. Ja, und das sind wir jetzt schon auch in den letzten Wochen angegangen, natürlich sehr viel telefonisch. Aber jetzt dann auch in den letzten zwei Tagen dann auch mit dem ganzen Staff vor Ort hier. Stefan Hermanns vom Tagesspiegel, hallo Herr Schwarz. Sie haben eben gesagt, dass Sie die Bundesliga sowieso immer auf dem Schirm haben. Wie und mit welchen Gefühlen haben Sie die Relegationsspiele zwischen Hertha und dem HSV verfolgt und welche Auswirkungen hätte ein anderer Ausgang auf Ihre Planung gehabt? Also die Relegationsspiele habe ich als Fan, als Hertha-Fan dann gesehen und gerade das Rückspiel fand ich sehr beeindruckend über die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, mit welcher Intensität auch in so einem schwierigen Spiel, in so einem Druckspiel dann auch die Schlüsselmomente auf ihre Seite gezogen haben. Und was den Ausgang betrifft, hatte das keine Auswirkung. Also selbst bei Abstieg, sondern es war für mich wichtig in den Gesprächen, die konstruktiv, die wirklich inhaltlich sehr gut waren, sehr empathisch waren und die Aufgabe für mich dann auch so anzunehmen, ligaunabhängig. Und dementsprechend habe ich das als Fan mir angeschaut und selbstverständlich mich auch darüber gefreut, dass sie es dann geschafft haben. Javier Kasser der Süddeutsche Zeitung. Herr Schwarz, Sie sagten eben, dass Sie sich viel unterhalten haben, auch über die Art und Weise, wie Hertha BSC Fußball spielen will, wie sehr sich das mit Ihren Vorstellungen deckt. Können Sie das ein bisschen ausführen? Was kann man erwarten von dieser Hertha? Marke Sandro Schwarz. Ja, ich glaube, dass es in den Mannschaften, die ich immer betreut habe, dass es mir wichtig ist, dass wir sehr aktiv sind, dass wir eine sehr gute Struktur haben in der Arbeit gegen den Ball, dass wir dort auch mutig sind in unserer Verteidigungshaltung und natürlich dann auch mit dem Ball sehr zielstrebig dann auch nach vorne spielen wollen. Ich glaube, das sind wichtige Elemente in unserem Spiel und wirklich dann aber auch außerhalb des Platzes sehr geschlossen als Mannschaft aufzutreten. Ich sage vielleicht noch kurz eine Sache dazu und es ist ja klar, dass es auch seine Zeit brauchen wird, bis man vielleicht zu diesem Punkt kommt.
Ja, ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig. Ich weiß, worauf die Frage dann immer zielt und weiß schon, was ab dem ersten Spieltag dann auf der Agenda steht. Das ist noch nicht der Fußball, den wir gesehen haben. Ja, und was wurde da groß erzählt? Das ist nicht innerhalb von 4-5 Wochen zu machen. Das wird ein Prozess sein. Ja, und dieser Prozess ist wichtig. Wenn man den nicht mal angeht und auch durch vielleicht schwierigere Zeiten geht, vielleicht, dann wird man den auch nicht erreichen. Ja? Das muss jedem mal bewusst sein. Ich sage es nur jetzt, es ist Sommer, falls mich im Herbst nochmal danach fragt. Ja. Erster Spieltag ist ein gutes Stichwort. Geiles Spiel. Ja, gut. Geiles Spiel. Leute, geiles das Spiel. Okay. Hier vorne in der ersten Reihe. Aber das Pokalspiel übrigens auch, muss ich sagen. Das Pokalspiel auch übrigens. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, Christian Dexner vom RBB, hallo. Wie gut passt denn der Kader jetzt zu dem, was Sie gerade geschildert haben? Beziehungsweise andersrum gefragt, wie viel Handlungsbedarf haben Sie und Freddy Bobic, vielleicht auch Frage an beide, ausgemacht für die restliche Zeit bis zum Saisonstart? Also was die Leistungsfähigkeit angeht, nochmal, ich finde, dass der Kader eine Geschwindigkeit hat. Ich finde auch, und das hat man auch gerade im Rückspiel gesehen, auch in bestimmten Drucksituationen, dass er sehr aktiv auch spielen kann, sehr aktiv verteidigen kann. Und dennoch wird man dann sehen, wie sich der Kader jetzt dann ab dem ersten Trainingstag dann noch entwickelt. Und ich finde, das wird die Trainingseindrücke dann zeigen, die Testspieleindrücke zeigen, um dann wirklich die bestmögliche Voraussetzung zu haben für das erste Spiel, dann für das erste Pokalspiel gegen Braunschweig. Und der Kader ist sicherlich noch nicht komplett, das ist auch klar. Der ist komplett, weil er von der Größe her sehr groß ist, aber es war im letzten Sommer auch. Ja. Es hat seine Zeit gebraucht und es wird wieder Zeit brauchen. Ja. Ich sage immer, die Südländer, die schlafen noch. Ja. Es ist so auf dem Markt. Ja, ja, ja. Es ist wirklich so, den rufst du einen oder anderen Kollegen an, der ist eigentlich noch im Urlaub, ja, irgendwo am Strand und hat gar keine Lust, über Fußball zu reden. Das ist eigentlich interessant. Normalerweise hast du 24-7 Fußball, egal wo du bist auf dieser Welt, ja, in dieser Position. Das meine ich immer schmunzelnd auch ein bisschen. Es ist wirklich dann so. Und dann im Juli merken plötzlich alle, dass die Saison eigentlich losgeht schon bald. Ja, ja, und dann kommt die große Panik auf. Ja. Der Transfermarkt ist noch sehr träge. Es sind nur die Vereine gerade, die richtig viel Geld ausgeben können. Die schlagen natürlich zu, das ist klar, ja, weil sie die Möglichkeiten auch haben. Es ist immer unfair für das Trainerteam manchmal auch. Ja, es ist unfair, dass man diese Transferperiode natürlich bis Ende August hat. Wir haben eine Spezialsituation dieses Jahr. In diesem Kalenderjahr, dadurch, dass wir die Weltmeisterschaft natürlich haben, vor der Brust, wo wir nur 15 Bundesligaspiele haben, bis da eine Pause ist, eine sehr lange Pause dann von 2 Monaten. Ja. Und dementsprechend wird sich natürlich auch im Kader noch sehr vieles verändern. Ja. Ja, im Juli, aber selbst im August, wo dann eigentlich schon ja, so 3-4 Spiele gemacht sind. Ja. Was ungewöhnlich ist, ja, was auch für den Fan auch manchmal sehr schwierig zu greifen ist, aber auch für uns Verantwortliche nicht einfach ist, da nochmal das eine oder andere zu tun, vielleicht abgeben zu müssen oder vielleicht dann auch einen Spieler dazu zu holen, wo noch nicht vielleicht ganz im Rhythmus ist oder mit der Mannschaft ist. Das ist unfair für die Trainer manchmal. Das kann ich vollkommen verstehen. Das habe ich ja jetzt nicht nur mit Sandro Schwarz als Trainer, sondern auch mit den Trainern vorher, die ich immer betreut habe, dann auch dabei war. Das habe ich immer versucht, immer zu erklären. Das liegt nicht nur an uns selbst, sondern das ist einfach so gegeben. Und das wird dieses Jahr nochmal eine spezielle Situation sein. Und ich hoffe natürlich, dass wir im Juli schon mal natürlich das eine oder andere bewerkstelligen. Es wurde von Leihspielern, glaube ich, geredet. Ja, es kommen sehr viele zurück, das sind Hertha-Spieler. Und wir werden natürlich auch da schauen, bei dem einen oder anderen wird eine Chance bekommen unterm neuen Trainer. Und der eine oder andere will sich ja auch dann verändern. Ja, wir haben ab heute auch Eduard Löwen zum Beispiel, um das mal aktiv anzusprechen, nicht dabei. Der ist in Verhandlungen mit einem anderen Verein. Ja, und deswegen haben wir ihn auch dafür freigestellt, dass er das auch machen kann. Und da sieht es vielleicht ganz gut aus, dass er einen neuen Verein findet. Deswegen wird immer sehr viel Bewegung sein, auch in den ersten Wochen. Und trotzdem ist es für unseren Trainer, glaube ich, wichtig, dass wir einfach erstmal eine gute Truppe da haben und auch eine Anzahl von Spielern da haben, wo er sich ein Bild davon machen kann, um diese Vorbereitung anzugehen. Aber es wird Bewegung sein, wird viele Gerüchte sein. Habt ihr was zu tun? Ist ja schön. Herr Schwarz, was mich interessieren würde noch, ist, haben Sie vielleicht auch mal mit Felix Magath telefoniert und sich Eindrücke von ihm eingeholt oder haben Sie das noch vor? Nein, mit ihm habe ich jetzt noch nicht telefoniert und glaube, dass es wichtig ist, auch
Wenn du eine Sommervorbereitung startest, wenn du 5 Wochen selbst die Leute kennenlernen kannst, die Möglichkeit hast, ist es, glaube ich, wichtig, dann auch erstmal ein Bild unabhängig von anderen Meinungen zu machen. Und dementsprechend bin ich so rangegangen mit meinem Trainerteam, dass wir unvoreingenommen da jetzt reingehen, ohne jetzt zu viele Informationen zu haben von vorigen Trainern. Oder Schwarz, Paul Gorgas von Bild BZ. Das wird jetzt die Frage nach dem Saisonziel, aber ja, ich will es nicht ganz so konkret stellen, deswegen vielleicht eher die Frage, wenn wir in knapp einem Jahr vielleicht nochmal hier sitzen, was wäre wohl eine Saison, wo Sie sagen würden, damit bin ich zufrieden? Wie könnte die aussehen? Ja, unsere Zuschauer, unsere Fans sehen, unabhängig vom Trikot, dass es eine Hertha-Mannschaft ist. Ich glaube, dann ist es eine erfolgreiche Saison mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und das wird der Prozess sein, jetzt ab Mittwoch auf dem Trainingsplatz, da wirklich sehr gut inhaltlich zu arbeiten, intensiv zu arbeiten in den Athletikeinheiten. Und ich glaube, das wird unser Anspruch sein, vom ersten Tag an wirklich dann sehr intensiv, sehr fleißig zu arbeiten, einfach zu machen. Erstmal zu arbeiten, nicht groß zu reden, wie die Ziele sein sollen, sondern wirklich arbeiten, fleißig sein mit einer hohen Leistungsbereitschaft. Herr Schwarz, 2 Wörter haben Sie ja schon zum ersten Spieltag verloren. Geiles Spiel. Vielleicht können Sie noch ein bisschen ausführen. Ist das ein Vorteil, direkt mit so einem extrem wichtigen Spiel hier auch in der Stadt zu starten? Oder würde man sich einen vielleicht etwas lockeren Beginn wünschen? Oder ist es gerade ein Vorteil, weil sofort alle Fühler, alle Antennen an sind? Ja, müssen. Und ich finde, nochmal, wir dürfen das Pokalspiel nicht vergessen. Ne? Eine Woche vorher Eintracht Braunschweig, das ist auch ein gutes Kaliber jetzt. Aufgestiegen, 2. Liga, und das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel, aber ich finde es geil. Das, was ich gesagt habe, schon spontan, als am Freitagmittag, glaube ich, die Bundesliga-Paarung veröffentlicht wurden, finde ich anspruchsvoll, das Programm, aber dennoch geil. Sofort volle Hütte dort, emotionales Derby am ersten Spieltag. Und da wollen wir bereit sein, jetzt 5 Wochen, 5,5 Wochen sehr fleißig zu arbeiten, das Pokalspiel zu haben, und dann kommt das Derbyspiel. Eine Frage an Herrn Bobic. Die Frage, ob Kevin Prince Boateng weitermacht, ist noch nicht endgültig beantwortet, jedenfalls nicht offiziell. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Und Santias Casiba hat sich letzte Woche geäußert in Argentinien und hat erkennen lassen, dass er gerne den Verein wechseln würde, wird das geschehen? Sieht das im Moment so aus, als würde er gehen? Ja, bei Santi ist es so, dass er schon auch während der Rückrunde dann geäußert hat, dass er sich im Sommer dann verändern möchte. Ja, ich von ihm aber nur verlangt habe, dass er alles gibt. Ja, und das hat er auch gemacht. Ich glaube, das kann ihm keiner abstreiten, dass er nicht alles getan hat dafür, dass wir in der Klasse bleiben. Ja, er hat alles gegeben, und dementsprechend habe ich ihm gesagt, ja, dann musst du mir einen Verein bringen, ja, dann im Sommer. Und er wird aber trotzdem am Samstag hier aufschlagen, ja, nicht am 4. Juli, sondern am Samstag. Er hat ein paar Tage mehr bekommen, weil er auch ein paar private Dinge noch zu regeln hatte, nicht sehr oft da war, durch Corona bedingt natürlich auch in Argentinien, gefühlt 2 Jahre nicht mehr. Und dementsprechend wird er hoffentlich gut gelaunt zurückkommen. Erstmal hier andocken bei uns wieder. Und solange Hertha-Spieler ist, wird auch alles für Hertha geben. Und wenn er was anders hat, dann werden wir offen zu reden sein, die Dinge zu besprechen und sehen, ob das Sinn machen für beide Seiten. Ja. Das ist ganz einfach, ist eigentlich nichts Kompliziertes. Ja, und zu Kevin Prinz, da hat Sandra auch noch was dazu sagen. Die haben ein sehr gutes Gespräch geführt. Das geht alles in die positive Richtung. Es gibt ein paar Kleinigkeiten im Vertrag, die wir noch besprechen müssen. Soll den nächsten Tage auch dann Vollzug sein. Ja. Ja, was Prinz betrifft, bin ich vor 14 Tagen bin ich nach Berlin gereist, weil es mir wichtig war, mit ihm ein persönliches Gespräch zu führen und nicht am Telefon. Und wir das letzte Jahr aus seiner Sicht besprochen haben und natürlich dann auch, was die Rolle betrifft, als Spieler, auch jetzt in der kommenden Saison. Und muss sagen, es war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Offen, klar, ehrlich von beiden Seiten aus. Und ich finde, das ist eine gute Basis, um weiter sehr gut zusammenzuarbeiten.
Herr Schwarz, könnten Sie vielleicht generell mal was zur personellen Situation in den nächsten Tagen sagen? Wie viele Spieler haben Sie im Moment? Wann kommen die Nationalspieler? Werden Sie den Kader jetzt erstmal mit Jugendspielern vielleicht noch auffüllen? Und wer von den Leihspielern ist jetzt schon da? Und wer kommt dann noch? Ja, die Nationalspieler, die fangen am 4. an mit den Leistungstests. 4., 5. die Leistungstests. Dann am 6. ist dann das Mannschaftstraining vorgesehen für die Nationalspieler. Santi, das, was Freddy schon gesagt hatte, wird am Samstag einsteigen und alle anderen mit dem einen oder anderen Leihspieler wird jetzt auch schon heute da sein, die Leistungstests absolvieren, morgen die medizinischen Untersuchungen, um dann am Mittwoch auf dem Trainingsplatz zu stehen. Aber alle anderen, die nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs waren, direkt nach der Saison, sind jetzt am Mittwoch auf dem Trainingsplatz. Felix Kraus von 94.3S2. Sandro, Stichwort Trainerteam. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Wie stellst du die gemeinsame Arbeit vor und auch im Hinblick auf die nächsten 6 Wochen vor dem Bundesliga-Start? Ja, das sind ja nicht nur die 6 Wochen, sondern es soll ja möglichst lange sein. Und wir hatten ja gestern auch die Trainerteamsitzung gehabt mit unseren 3 Athletiktrainern auch und dort auch. Das vorzuleben, was wir von den Spielern erwarten, das wird erstmal das Wichtigste sein für uns im Trainerteam. Inhaltlich die Abläufe klar zu besprechen, wer für was eine Verantwortlichkeit hat. Und, aber was das Trainerteam betrifft, bin ich sehr, sehr zufrieden. Mit Vedo Ibisevic, der auch schon die Erfahrung hatte jetzt letztes Jahr und der da immer mehr in die Rolle hineinwächst. Und wenn man mit ihm spricht, das ist sehr, sehr gut inhaltlich auch. Und Andi Menger für uns als Torwarttrainer, der verantwortlich ist, was die Torhüterposition betreffen. Und deswegen sehr, sehr gutes Gefühl mit dem Athletikteam zusammen, als Trainerteam so geschlossen aufzutreten mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, dass das funktionieren wird zu 100%. Einen, den Sie schon aus gemeinsamen Zeiten bei Mainz kennen, ist Suat Serdar. Welche Rolle soll er in Ihrer Mannschaft spielen? Ja, erstmal gesund werden, weil das hat leider Fieber seit gestern. Wir haben gestern Abend noch telefoniert darüber und deswegen erstmal gesund werden. Und klar, kenne Suat als 17-Jährigen, habe mit ihm zusammengearbeitet, U19, U23, Profibereich dann auch. Und ist ein Spieler, der sehr aggressiv ist, sehr aktiv ist und das Potenzial, was er hat, wirklich verlässlich immer wieder auf den Platz abzurufen. Das wird die Aufgabe sein bei Suat mit natürlich allen anderen Spielern auch auf dem Platz. Herr Bobic, es hat in den letzten Monaten und eigentlich Jahren bei Hertha recht viel Unruhe gegeben. Die lappt immer noch in die Gegenwart hinein und auch in die nächste Zukunft. Am Wochenende ist eine Präsidentschaftswahl. Mit welchem Gefühl gehen Sie in dieses kommende Wochenende? Haben Sie möglicherweise auch einen Favoriten, was die Präsidentenwahl anbelangt? Und mit was für einem Gefühl muss dieser Verein aus diesem nächsten Wochenende rausgehen, um die nächste Saison erfolgreich bestreiten zu können? Also noch habe ich nichts getwittert. Ja, ja. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich mich da komplett neutral halte. Ja, das ist schon mal ganz wichtig bei den ganzen Kandidaten, die es da gibt. Ja, und ganz ehrlich, die Mitglieder entscheiden das am Ende. Ich bin ja auch ein Mitglied. Ja. Dementsprechend werde ich das auch mitentscheiden können mit einer Stimme. Ja. Also werde ich auch eine Stimme dann abgeben. Wie die sein wird, ist ja Gott sei Dank geheim. Ja. Ich bin gespannt ja, darauf. Ich weiß nicht, ob es Unruhe ist. Jetzt ist jetzt so ein typisches Schaulauf ein bisschen auch. Ne? Das ist ja ganz normal eigentlich. Wenn da solche Positionen anstehen und Positionen frei sind, da habt ihr auch was zu schreiben. Habt ihr Spaß ein bisschen auch ein paar Interviews zu führen. Wer welche Vision hat und sowas. Ne? Wie die Realität nachher aussieht, das kann ganz anders sein manchmal auch. Ne? Aber im Zusammenarbeiten freue ich mich trotzdem darauf, dass was Neues passiert. Da liegen ja auch immer Chancen drin. Ja? Da liegen ja auch Chancen drin und die sollte man dann am Ende des Tages auch nutzen für Hertha BSC. Ich glaube, darum geht es. Es geht nicht um die einzelne Person, sondern um Hertha BSC am Ende. Und da hoffe ich einfach, dass es jetzt ja noch eine gute Woche bis dahin wird und dann, dass wir in der Mitgliederversammlung ein klares Votum haben für den Präsidenten, für den Vizepräsidenten, für Mitglieder des Präsidiums und dann wird man ja schon in Kürze zusammenhocken und dann die Dinge auch besprechen. Ja? Also ja, ich gehe da ganz unvoreingenommen rein und schau mal, was wer noch twittert, ja. Um das abzuschließen. Herr Schwarz, Sie haben jetzt
des Öfteren schon betont, dass es Ihnen wichtig ist, Sie selbst, aber auch Ihr Trainerteam, den Spielern was vorzuleben, Ihr Konzept, Ihre Idee vorzuleben. Wie machen Sie das? Also wie muss ich mir das vorstellen, dass Sie immer 5 Minuten vor dem Trainingsbeginn schon da sind, 10 Minuten vorher? Das zum Beispiel, fünf Minuten vorher zu planen, das Training könnte schwierig werden. Ja, aber was sind so Mittel und Wege, um der Mannschaft eine Art und Weise vorzuleben? Fleißig zu sein erstmal und dann klare Abläufe zu haben. Ich bin ein großer Freund und das ist nicht nur was den Fußball betrifft, sondern ein sehr ordnungsliebender Mensch bin. Und ich bin der Überzeugung, dass eine gewisse Struktur, dass das Energie gibt und Vertrauen gibt. Und die Abläufe sind ganz klar, dass wir das, was wir sehen wollen, an der Videowand vorstellen. Individuell, gruppentaktisch, mannschaftstaktisch und dann auf dem Trainingsplatz umsetzen und im besten Fall dann natürlich dann am Wochenende das dann auch in den Wettkampfspielen zu sehen ist. Aber das ist die Kommunikation, das ist der Weg und so haben wir auch gute Erfahrungen gemacht mit Spielern in ihrer Entwicklung, in die Kommunikation reinzugehen, Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen, Gespräche zu führen und dann aber auch klar auf dem Trainingsplatz eine hohe Wiederholungsanzahl zu haben in einzelnen Abläufen, ob es ein Innenverteidiger ist im Vorwärtsverteidigen, ob es ein Sechser ist im Querschieben, ob es Spielaufbausituationen sind und dann, klar, und den Jungs dann aber auch das Gefühl zu geben und die Gewissheit zu geben, okay, sie wissen, wie das Spiel zu funktionieren hat, wie wir spielen wollen und dann aber auch es laufen zu lassen, die Freiheit zu geben und jetzt, okay, 15:30 Bundesligaspiel und jetzt mit voller Energie rein. Das wären die Abläufe sein, so wie wir mit den Jungs umgehen. Freddy, ihr habt Alex Schwolo verliehen für ein Jahr nach Schalke. Kannst du mal erklären, wie eure Planungen für die Torhüterposition aussehen? Sucht ihr eine klare Nummer 1? Sucht ihr jemanden, der sich mit Oliver Christensen um die 1 streitet? Und wie sieht es mit Rune Jahrstein aus? Da war zu lesen, dass ihr vielleicht den Vertrag auflöst. Nein, wir können das auch ganz offen hier sagen. Wir sehen Oliver Christensen schon in der Favoritenrolle, dass er die Eins auch begleitet. Da haben wir alle sehr gutes Gefühl dabei. Er hat letztes Jahr dann für ihn dann zum glücklicherweise noch diese 2 schwere Spiele machen können in der Relegation. Die hat er sehr ordentlich gemacht. Ja. Da haben wir schon einiges von ihm gesehen. Und da haben wir deswegen auch ein gutes Gefühl, auch mit ihm da auch reinzugehen als Eins. Muss er sich aber trotzdem verdienen, dann auch über den Trainingsplatz. Das wird dann auch der Sandro Schwarz mit Andreas Menger sicherlich auch besprechen dann. Aber er kann sicherlich auch was dazu sagen, das ist auch klar. Und dementsprechend haben wir mit Jörg Ernst noch einen jungen Torwart geholt, mit Robert Quasig auch noch einen jungen Torwart da, die sich weiterentwickeln können, auch schnell weiterentwickeln können, die ihre Chance nutzen können. Und wir haben mit Rune Jahrstein jemand. Ja? Und Rune wird das Entscheidende sein, ist er fit, hat er keine Verletzungen, kann er auch einer sein, der gerade diesen jungen Spielern auch Halt gibt und Erfahrung gibt, ja? Als Backup. Ja? Und wenn er das kann, ist er herzlich eingeladen. Wenn wir ein Gefühl haben, in den nächsten 3-4 Wochen, da wird es vielleicht noch mal eng oder wir müssen was tun, dann werden wir das tun. Ja. Aber es ist nicht, es gab von mir jetzt keine Ausrichtung in die Öffentlichkeit, dass wir gesagt haben, wir suchen jetzt eine neue Nummer 1. Ja? Ja. Mit Sicherheit nicht. Dafür haben wir den Torwart und auf den vertrauen wir auch. Ja. Und es ist auch nicht so, dass man jede Saison mit 3 Torhütern spielen muss. Ja. Ist eigentlich ungewöhnlich gewesen. Hat aber zur Saison gepasst. Freddy, darauf daran anknüpfend, es wurde ja auch viel zum Ende der Saison hin diskutiert, was mit Marcel Lotka passiert. Da haben viele befürchtet, dass es da irgendwie nochmal ein bisschen kracht, aber das ging jetzt wirklich ganz ruhig über die Bühne. Gab es da noch Bemühungen von der Hertha oder hat man einfach gesagt, okay, wir lassen ihn jetzt ziehen? Ja, das war im Gespräch mit Borussia Dortmund, auch mit Sebastian Kehl gerade, aber wenn ich darüber gesprochen habe, dann haben wir uns da ganz schnell und auch ohne große Störfeuer auch geeinigt. Ne? Wenn normale Menschen miteinander reden, dann kann man auf schnelle und saubere Einigungen kommen. Da braucht man nicht irgendwelche Juristereien etc. Das war eine sehr verzwickte Situation. Die hätte man in die eine Richtung auslegen können und in die andere Richtung auslegen können. Am Ende hat sich der Spieler bereits im Herbst entschieden, dass er zu Dortmund geht. Ja? Das muss man am Ende des Tages auch respektieren, dass es dann so ist. Es gab eine Vertragslücke, das weiß man. Ja? Wo was vielleicht nicht sauber passiert ist, die haben wir dann zu unseren Gunsten für Hertha BSC dann genutzt. Und dementsprechend ist es so, wie es ist. Ja. Und es geht weiter. Danke.
Frage an Herrn Schwarz. Sebastian Schmidt von der Berliner Zeitung, Berliner Kurier. Herzlich willkommen in Berlin. Dankeschön. Sie haben schon über Ihr Trainerteam gerade kurz erzählt. Sie haben in Moskau mit Andrei Voronin zusammengearbeitet, der hier bei Hertha auch eine Vergangenheit hat und auch kürzlich erst gesagt hat, dass er eigentlich sehr gerne in der Bundesliga arbeiten würde. Wieso kommt es denn nicht zur Zusammenarbeit hier bei Hertha BSC? Ja, weil wir natürlich hier auch eine andere Konstellation vorfinden, was das Trainerteam betrifft. Wir haben mit Vedat Ibisevic einen, der schon hier für knapp ein Jahr gearbeitet hat und auch schon die Trainererfahrung jetzt auch hatte, dann auch hier die Erfahrung hatte mit diesem Kader hier auch. Und dementsprechend war dann für uns die Entscheidung, dass wir mit Vedat Ibisevic dann auch hier weitermachen wollen. Und es spricht aber nichts gegen Andrei Voronin. Das war eine herausragende Zusammenarbeit, die wir hatten in Moskau. Und wir sind Freunde, wir sind Trainerkollegen. Deswegen ist aber so die Entscheidung getroffen, dann auch im Sinne dieser Gegenwart und jetzt natürlich auch dann auch für uns als Club. Nochmal eine Frage an beide. Wir sind jetzt noch im Juni, aber richten den Blick vielleicht schon Richtung Winter. Es wird eine besondere Saison, das haben Sie schon gesagt, eine besondere Konstellation mit einer Winterpause XXL. Gibt es da schon irgendwie erste Überlegungen, Planungen, wie man diese Zeit füllt, wie man vielleicht die Saison auch so steuert, dass man dann im Winter einigermaßen... Sommervorbereitung. Wir haben Sommervorbereitung jetzt. Freddy, antwort du bitte. Die Bild macht die Glaskugel für die Zukunft. Ja. Ganz interessant, so weit zu denken, aber es ist richtig, genau so weit denken wir dann in der Operativen oben. Ja, die Trainer fokussieren sich auf den Sommer, das ist vollkommen richtig, aber wir schauen schon ein bisschen natürlich auch Richtung Winter, was dann passiert. Es wird natürlich herausfordernd werden für alle Vereine weltweit, ja, weil die Ligen dann plötzlich stehen und Stillstand ist und du aber trotzdem nicht alle Spieler bei der WM hast. Ja. Wir werden uns zu gegebener Zeit dazu äußern dann auch. Wir haben schon Pläne auch, wie wir es gestalten wollen. Ja. Dann vielleicht eine Frage zum Sommer, Herr Schwarz. Das Trainingslager, das größere Trainingslager wird in England stattfinden und nicht wie vielleicht bei vielen anderen Bundesligisten in Österreich. Warum ist die Entscheidung auf England gefallen? Die ist vorher schon getroffen worden, um ehrlich zu sein. Und das ist die Wahrheit. Also ich wurde gefragt, ob ich damit einverstanden bin. Und habe ich gesagt, ja, das hört sich gut an. Also ich habe da auch schon mal Erfahrung gemacht in England dann auch. Finde, Trainingsbedingungen sind top. Und Testspielgegner ist auch ein wichtiger Faktor. Sind sehr, sehr gut. Und dementsprechend habe ich dann mein Ja dazu gegeben. Ja, ist mal was anderes. Vor 2 Jahren wollte ich schon mal hingehen mit einem anderen Club. Da kam Corona, es war ein bisschen schwierig. Ja. Nach Birmingham, das ist wirklich, wenn man sich die Anlage anschaut, etc., genau da riecht es nach Sport. Ja. Das ist das Wichtige und das Wichtigste auch, eigentlich auch immer für die Jungs auch im Trainingssaal, wo sie fokussieren können. Ja. Wir haben 3 tolle Gegner vor der Brust, ja. Die wir da spielen können. Auch das ist etwas, es ist nicht zu warm. Weiß man, auf der Insel ist nicht immer so ganz so warm wie bei uns. Ja. Und nochmal, wir freuen uns echt drauf. Und als wir den Jungs das auch gesagt haben, haben sie auch drauf gefreut. Ja. Und das hat nichts. Das Einzige, was wir vermissen werden, wird der Kaiserschmarrn sein. Aber sonst ist das alles okay. Und es ist im Land des Mutterlandes Fußballs. Es ist auch mal schön, mal woanders hinzugehen, was auch nicht so weit weg ist. Weil ob du jetzt nach Birmingham fliegst oder nach Salzburg oder Innsbruck, Distanz ist fast das Gleiche. Ja. Herr Schwarz, Sie haben gerade gesagt, Sie sind ein ordnungsliebender Mensch. Struktur ist Ihnen wichtig. Wir haben jetzt zuletzt erlebt, dass am Vortag immer quasi erst kommuniziert wurde, wann das Training ist, auch für die Spieler. Wie haben Sie das vor? Wird es bei Ihnen Wochenplan geben? Haben Sie feste Trainingszeiten? Wie sind Sie da als ordnungsliebender Mensch dann unterwegs? Also ich glaube, es ist erstmal wichtig dann auch. Ich weiß ja auch, was die Frage jetzt hinausläuft. Es geht speziell dann wahrscheinlich über die letzten Wochen in der vorigen Saison. Dass man die Situation nicht vergleichen kann. Also das ist ganz klar. Und wir haben einen Ablauf. Es gibt einen Wochenplan, den die Jungs bekommen auch. In der Regelwoche, wenn wir Samstag haben, wird es ähnlich sein, was Trainingszeiten angeht. Klar, die Inhalte werden immer unterschiedlich sein, je nach Schwerpunkt des nächsten Gegners. Aber Staff-Meeting haben wir Anfang des Monats. Da gibt es die Monatspläne. Dass diese schon mal einrichten können, dennoch immer unter Vorbehalt.
ist so dann der letzte Vormerk dann noch mit Ausrufezeichen. Herr Schwarz, wir haben ja schon gehört, dass der Kader noch lange nicht komplett ist, dass da noch viel Fluktuation ist. Gibt es einen Bereich, wo Sie sagen, da ist großer oder sagen wir mal so ein so markanter Verbesserungsbedarf da, dass Sie da besondere Wünsche formuliert haben? Na, wir sind ja in, und es geht nicht um Wünsche, sondern es geht ja dann auch, was realistisch machbar ist. Und da bin ich ein großer Freund davon, sich dann da immer wieder auszutauschen, in der Kommunikation dann auch. Und sich jetzt einfach persönlich einen Überblick zu verschaffen ab dem ersten Trainingstag. Und nochmal, Freddy hat es sehr gut gesagt, das ist ein härter Spieler und so werden wir sie auch behandeln, vom ersten Trainingstag an auch. Mit allen möglichen Hilfestellungen, die sie brauchen für unser Spiel. Und natürlich dann auch Lob, wenn sie es gut machen. Kritik, Verbesserungsmöglichkeiten, wenn sie die eine oder andere Verhaltensweise nicht an den Tag legen. Und so wird es vonstatten gehen ab dem ersten Trainingstag. Und dann wird es ein dynamischer Prozess sein. Es wird ein dynamischer Prozess sein über die Vorbereitung hinaus dann, wie am Ende der Kader dann auch aussehen wird. Bobic formulieren kann, ausgehend von der Bemerkung, dass es auch immer darum geht, was realistisch machbar ist. Wie handlungsfähig ist die Hertha? Ja, wir müssen schon noch ein bisschen was tun. Wir werden sicherlich Geld noch einnehmen müssen. Ja, wir sind ja noch einigen Optionen im Markt. Einige Spieler, die, wo man ja weiß auch, und die sich auch gerne verändern möchten dann auch, die uns sicherlich auch drücken vom Budget her. Wir werden sicherlich abbauen müssen, auch vom Personalbudget, das ist uns klar, das ist uns auch bewusst. Da haben wir auch keine Angst davor. Wir versuchen sicherlich mehr Geld einzunehmen, als wir ausgeben. Aber das sind die Vorgaben, die sind Ihnen auch schon bekannt, jetzt auch über die Wochen, dass es in die Richtung geht. Aber trotzdem haben wir davor keine Bauchschmerzen. Und ich glaube, das wird in dem Prozess dann auch, in dem dynamischen Prozess, den wir haben werden, auch in den nächsten Wochen, dann auch uns auch gelingen, ja. So gut wie es geht, auch gelingen und hoffen natürlich, dass die Spieler noch auf dem Markt sind, die wir gerne haben möchten, ja, und die wir uns auch leisten können. Ja. Und da werden wir genau drauf schauen, dass die Spieler noch bei uns an der Stange bleiben, wo wir schon die Kontakte gesucht haben und auch fast schon finalisiert haben, aber noch nicht finalisieren können, weil wir vielleicht noch auf erstmal die Abgabe warten müssen, bevor wir die Aufnahme machen. Ja. Weil wir wollen ja auch den Kader nicht vollstopfen und nachher haben wir 40 Spieler hier und der Trainer sagt zu mir, wo soll ich die trainieren lassen, alle? Ja, das ist auch klar. Also es muss schon ein gesundes Verhältnis sein. Deswegen müssen wir gucken, dass wir den Kader auch reduzieren. Ja. Weil wir auch sehr viele jüngere Talente haben, auch die wir auch natürlich nach vorne bringen wollen. Gibt es noch Fragen? Gut, alle Fragen sind beantwortet. Dann vielen Dank an Sandro, vielen Dank an Freddy, vielen Dank an euch fürs Erscheinen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.